Ja, es geht um Angela Merkel. Ich glaube, viele haben eben auch den wirklich bewegenden Abschied gesehen, den Zapfenstreich zur Verabschiedung ihrer 16-jährigen Bundeskanzlerschaft. Und wenn man sich natürlich vorstellt, dass sich jetzt nach 16 Jahren die Tür des Kanzleramtes hinter ihr schließt, dann geht eine Ära zu Ende und man wird dann schon wehmütig. Ich glaube, wir haben ihr wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Sie hat es geschafft, auch Deutschland ein großes Ansehen in der Welt zu geben. Durch ihr Auftreten, durch ihr Verhandeln, durch ihr Taktieren auch mit den Größten der Welt. Sie hat es geschafft, durch ihre sachliche, kompetente Art und Weise, auch durch die vielen Krisen, die in den 16 Jahren gewesen sind, Deutschland gut durchzukriegen, oftmals besser als unsere Nachbarländer. Und dafür gilt ihr einfach der Dank. Und ich war viele, viele Jahre, durfte ich Kollegin von ihr sein, insgesamt 13 Jahre von meinen vielen Jahren. Ja, sogar länger, ja, aber viele, viele Jahre. Und ich habe sie kennengelernt als eine hart arbeitende Frau, eine hart arbeitende Kanzlerin, der wirklich das Wohl des Landes immer an erster Stelle gestanden ist, wo alles hintendran gestanden war, die perfekt vorbereitet war, besser vorbereitet als jegliche Fachpolitiker, die oft in den Gremien waren, die immer es verstanden hat, einen Kompromiss zu suchen, oft auch zu finden, manchmal natürlich auch nicht zu finden, aber Danke zu sagen und ich zolle ihr Respekt für die vielen, vielen Jahre und ich bin froh, dass wir sie gehabt haben. Und sie hinterlässt sehr, sehr große Fußstapfen. Also, heute ist ja der Abend des Zapfenstreichs, ein Abend, um nett zu sein, ein Abend, um versöhnlich zu sein. Ja, aber ich mache mich jetzt unbeliebt. Und für was wird Angela Merkel denn in den Geschichtsbüchern stehen? Da ist zum einen mal der Atomausstieg. Heute wissen wir, es wäre wohl schlauer gewesen, erst aus der Kohle auszusteigen, dann aus der Atomenergie. Da ist die Flüchtlingspolitik, die hat die AfD überhaupt erst möglich gemacht. Da hat Angela Merkel doch eher teilend gewirkt. Da gilt jetzt Osteuropa gegen Westeuropa. Dann ist die Euro-Rettung. Zugegeben, da wissen wir nicht, ob es nicht hätte noch schlimmer ausgehen können, völlig klar. Aber die hat uns die Geldpolitik beschert, die uns mittlerweile zum Teil zumindest auch diese Inflation beschert. Dann natürlich das Thema Corona, brauchen wir nicht drüber reden. Und last but not least, sie hat ihre eigene Partei völlig inhaltsleer überlassen. Sie steht mit dem Rücken an der Wand. Sie bekommt jetzt den dritten Vorsitzenden innerhalb kürzester Zeit. Also, sie hat die Macht verloren. Ich gönne Frau Merkel einen tollen, ganz ehrwürdigen Zapfenstreich. Aber das Erbe ist doch ein bisschen durchmischt. Ja, das höre ich einen jungen Mann, der nicht dabei war, wann der Ruhe damals passiert. Ich war nicht dabei. Das Nein, gut. Die Situation ist manchmal ein bisschen anders, wie sie vielleicht manchmal von außen scheint. Muss man sehen, sie hat es wirklich geschafft, mit dem Lissabon-Vertrag Europa auf Beine zu stellen. Ich habe sie in vielen, vielen Reisen erlebt, wo ich mit ihr auch unterwegs gewesen ist. Ich habe mit ihr die Ratspräsidentschaft damals auch als Staatssekretärin mitgemacht. Ich weiß, wie sie verhandelt hat und wie sie es geschafft hat, auch zerstrittene Parteien zusammenzubekommen. Sie hat es wirklich verstanden, sich in die einzelnen Staatsmänner hineinzudenken. Sie wusste immer die einzelnen Probleme der Staatsmänner vor. Sie wusste auch, wie weit die gehen können. Sie wusste immer, bis wohin auch ein Kompromiss geht. Es gibt immer Situationen, wo man nachher sehr viel klüger ist. Aber Frau Böll, Sie sind Unionspolitikerin. Mhm. In welchem Zustand hat sie die Union hinterlassen? Also die Union ist vollkommen inhaltlich entkernt und niemand kann heute wirklich sagen, wofür die CDU steht. Und dafür ist sie die Hauptverantwortliche. Sie hat es auch nicht geschafft, einen Nachfolger aufzubauen. Das ist ja bei großen, dominanten Politikern ähnlich so. Also bei Franz Strauß war das ähnlich, auch bei Helmut Kohl. Aber Ich finde interessant, dass sie am Ende wahrscheinlich gar keine Unionspolitikerin war, sondern so lange Kanzlerin war, dass sie am Ende vielleicht sowas wie eine überparteiliche Kanzlerin war. Aber sie war eben auch lange Zeit CDU-Vorsitzende und ich finde, das ist ein großes Versäumnis. Ich weiß nicht, weiß das jemand von euch, wie für die CDU jetzt steht? Was vor allen Dingen deine These unterstreicht, beim letzten Sommerinterview hat sie ja auch noch gesagt, die CDU eine Partei, die mir sehr nahe steht. Ich glaube, das unterstreicht, wie sehr sie sich doch entfernt hat in den letzten 16 Jahren. Aber da muss ich jetzt
erstmal fragen, du hast gerade gesagt, Alexander, überparteiliche Kanzlerin, das erwarte ich von meinem Kanzler. Also ich hoffe, dass jetzt auch Olaf Scholz sich irgendwann sagen werde, er hat nicht nur alles für seine eigene Partei gemacht, sondern für die Bürger, für die Gesellschaft. Ist das ist sehr interessant. Nachteil? Das ist interessant. Ich glaube, dass das bei manchen Bundeskanzlern so ist. Also ich glaube, auch Helmut Schmidt war am Ende kein SPD-Mann mehr. Schröder war am Ende ja jetzt kein SPD-Mann, oder? Ja, das ist interessant. Ist das so, dass große Kanzler am Ende den Kontakt zu ihrer Partei verlieren und überparteilich werden? Das könnte man als Tugend sehen. Aber mein Vater war auch CDU-Abgeordneter. Ich muss sagen, ich habe immer große Sympathie für die CDU gehabt. Aber ich wüsste, heute fiel mir kein Grund ein, die CDU zu wählen. Und es fiel mir auch jetzt nicht ein, wenn du mir jetzt in drei Sachen sagen würdest, wofür die CDU steht, fällt mir nichts ein. Ihr habt gestern Carsten Lindemann zu Gast gehabt. Vielleicht hat der Antworten auf, ich weiß es nicht. Vielleicht wächst da was nach in der CDU. Ich sehe es im Moment nicht. Ja, also es ist doch klar, für was das die Union steht. Also auf jeden Fall mal für Eigenverantwortung. Ich glaube, es gibt keine Partei, die so für Eigenverantwortung steht für die Union. Sie steht für Subsidiarität, fürs Gemeinwohl. Es gibt viele Punkte, die man hiermit aufzählen kann. Und ich glaube, es wird lange dauern, bis wir wieder so eine Außenpolitikerin auch bekommen werden wie Angela Merkel. Nicht umsonst ist sie ja auch von der Times hier benannt worden, auch die Führerin der freien Welt oder als Politikerin des Jahres. Respekt genießt sie natürlich außerhalb des Landes Respekt, eine Menge. Aber auch unser Standing in der Welt hat sie wirklich geschärft. Vor allem, ich war halt auch natürlich auch mit Entwicklungszusammenarbeit, mit der Außenpolitik viel im Ausland unterwegs. Und ich habe diese Anerkennung, die man ihr gezollt hat und die man ihr zollt, die hat sich natürlich auch auf uns aus Deutschland abgefärbt. Das war auch ähnlich natürlich wie Kohl damals gewesen ist, muss man sagen. Überall, wo man hinkam, war natürlich bei uns war schon das Thema, hat die Wahl verloren gehabt, 98, muss man dazu sagen. Aber in der Welt, da war er immer noch anerkannt und einer der größten politischen Männer dargestanden. Aber das ist doch das Spannende bei Angela Merkel, dass dieses Missverhältnis aus ihrer Wahrnehmung, gerade im intellektuellen Sphären des Auslands, also ja, Ostküstenintellektuelle in den USA halten sie für die Führerin der freien Welt, aber im Schatten von Donald Trump, das muss man natürlich dazu sagen, hat sie diese Rolle eingenommen, aber das passt ja überhaupt nicht zu ihrer Performance. Donald Trump war aber jetzt nicht politisch. So lange mit an Bord. Naja, aber der Kontrast hat natürlich geholfen. Natürlich, diese Rede in Harvard, die sie gehalten hat, das war ja der Höhepunkt ihrer Außendarstellung. Aber das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was sie hier im eigenen Land erreicht hat, ehrlich gesagt. Und ich würde auch sagen, Europa ist jetzt nach 16 Jahren Merkel auf keinen Fall in einem besseren Zustand als vorher. Und? Aber wir wissen auch nicht, wie Europa noch dastehen würde ohne Angela Merkel. Und was ist innenpolitisch passiert? Man muss schon sagen, ihre Politik der schwarzen Null hat schon für sehr, sehr viel Reformationsstau geführt. Und wenn man jetzt schaut, in vielen Punkten ist Deutschland abgerutscht. Im Thema Digitalisierung ist viel zu wenig passiert. In Investitionen in öffentlichen Nahverkehr ist zu wenig. Jetzt muss ich doch Sie unterbrechen, gerade mit Digitalisierung. Also ich bin jetzt ein paar Jahre auch aus der Politik heraus. Aber ich weiß genau, dass durch den Digitalisierungspakt die Gelder sind ja da. Bloß wenn Sie die Gelder nicht abgerufen werden von den Ländern und Kommunen, da können Sie einer Angela Merkel jetzt keinen Vorwurf machen. Ja, das ist einfach ein Versäumnis auch in gewissen anderen föderalen Strukturen auch passiert. Das Geld ist ja da gewesen, aber es wurde halt eben nicht abgerufen. Aber Frau Wölfe, gerade auch in dem Bereich Digitalisierung. Wir haben ja für jedes Thema nur eine gewisse Zeitspanne. Ich glaube, wir können auch ganz lange über das Erbe von Angela Merkel diskutieren. Also wir wünschen dir alles Gute. Genau, ich finde auch, wir können einmal als Runde Danke sagen. Danke für 16 Jahre. Dankeschön, Angela Merkel. Ich finde auch, dass es heute mehr als angebracht. Und ich habe auch sehr viel Melancholie gefühlt. Und sie war eine tolle, faszinierende Frau. Und ich vergesse es nie, als ich sie kennengelernt habe als Umweltministerin. Das war 94 gewesen. Ich hatte so großen Respekt damals auch vor ihr gehabt, als damals sie sich als Umweltministerin vor diese Gegner der Castortransporte hingestellt. Alle Männer sind auf die Seite gegangen. Sie war die Einzige, die standhaft stehen geblieben ist und sich mit Eier hat damals bewerfen lassen. Ich habe gesagt, tolle Frau.